Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Blackguards. Wir haben das letzte Mal ja einen blöden Kampf nicht geschafft wegen der Rundenanzahl und versuchen jetzt nochmal Bitte. In den Wäldern. Was passiert, wenn ich gar nichts müssen wir klicken? Können wir mal probieren? Wir sind nicht hier, um einen wahnsinnigen Baumflüsterer zu retten. Wir bringen dich nach Hause. Falls dieses Böse um sich greift, ist sie dort vielleicht auch bald in Gefahr. Ich kann euch führen. Ja, zum Herz des Waldes. Also wir probieren also einmal diesen folgt mir. Waldmensch umzubringen und wenn das nicht klappt, dann lass mal sein und machen auch mal die andere Hauptmission weiter. Das ist eine Hundsie und gebt Acht. Was soll denn diese Verzauberung immer am Anfang? Ja, genau noch auf ihn. Vor allem Zauberstufe 5, ne? Gegen können wir gar nichts machen. Ja, wieso können wir den Takate bewegen, obwohl er verzaubert ist? Verstehe ich nicht, aber wir gehen einfach mal. Ja, ich verstehe es gerade nicht, aber wir machen einfach mal Nahkampf gegen ihn. Was ist denn auch das hier? Warum ist das noch? Hä? Wir können ihn steuern, aber er greift uns an. Muss man das verstehen? Nee, oder? Egal, wir greifen den Typen mal an. Ist immun gegen Hiebschaden. Ach so, das heißt, der Kader kann ihm auch wieder keinen Schaden zufügen. Cool. Wir können uns selber angreifen, das wollen wir aber nicht. Gehen mal hier lang. Was? Betreib's mal bitte nicht. Heilung. Für 20 oder was? Dass er aber jetzt Takata ausgenockt hat, ist echt egal, weil er macht jetzt zwar bei uns Schaden, aber wir hätten ja mit Takata den Baumtyp eh nicht angreifen können. Auf wen geht der denn los? Komisch. Ja, da kann ruhig da reinlaufen. Ist mir erstmal egal. Machen wir ihn mal platt. Nein, immun gegen Hiebschaden. Wir müssen ihn also mit Zauber kaputt machen. Was ist das für ein Schaden? Giftschaden. 5 oder 11? Ja, dann nehmen wir 5. Das ist billiger. Dreckiger Hund. Immun gegen Giftschaden. Kann ich den irgendwie Flammenangriff oder was? Ist immun gegen Feuerschaden. Wir müssen also diese Scheißdinge kaputt machen. Aber ich kann doch da nicht reinlaufen, dann bin ich doch wieder am Ende. Nee, komm. Lass es sein, das bringt jetzt. Also, das sind wir einfach noch viel zu schwach für. Wir schaffen das niemals. Wir schaffen nicht, die scheiß Pflanzen kaputt zu machen. Die können wir ja nur vom Fernkampf mit Feuer angreifen und dann treffen wir die ja noch nicht jedes Mal. Also, ich mache jetzt weiter mit dem Hauptquest, weil wir eigentlich. Können wir mal kurz ins Questlog schauen, aber ich glaube, die Nebenquests haben wir jetzt zum größten Teil erledigt, die wir erledigen konnten. Haben die coole neue Waffe mit Paxus, also wir können uns ja eigentlich nicht beschweren. Kurspieß, Soberanz, großes Herz, sprecht mit Nimbu. Sprecht mit Kapitän Dragossa im Traumkrautviertel. Ja, als Preis manchmal. Hauptquest, ja, das ist Hauptquest, okay. Findet Ruida die neue Jungfrau, besucht Juan Credo, findet die Sklavin Ahne. Kurspieß, sprecht mit Ninive, sprecht mit Madaba, besorgt die Haut eines Kaimans und die. Ja, das haben wir ja. Der Kurspieß, was war das? Und alle neuen Teile, da können wir eh erstmal nichts machen. Leichen, die beschützt. Mache vor den Dieben, sucht einen Zugang im Versteck. Berichtet Catalina von dem erfolgreichen Kampf gegen die Nekromanten. Ach so. Das haben wir noch nicht gemacht. Das müssen wir natürlich noch machen. Die war im Alchemistenviertel, glaube ich. Seht ihr, wenn wir da jetzt nicht nachgelesen hätten, hätten wir jetzt Punkte vergessen. Wir haben die Diebe gefunden. Sie dienten einem Nekromanten. Er hatte eine etwas andere. 200 Abenteuerpunkte. Ein Nekromant? Oh, wie schrecklich.
Ich hoffe, ihr habt 20 Dukaten einen kurzen Prozess gemacht. Seine Überreste würden keinem toten Beschwörer mehr helfen. Oh, schön. Ihr seid ja wirklich schnell und gründlich. Solche Leute findet man selten in dieser Stadt. Hier, nehmt dies als kleines Dankeschön. Vielen Dank. Bis später. Hat sich doch gelohnt, nochmal ins Questlog zu schauen, sonst hätten wir uns 20 Dukaten und 200 AP entgehen lassen. Aber wir verkaufen erstmal die Sachen, die wir nicht brauchen. Talent, Schwerter, Säbel, 5 bis 10. Hä? Ja, brauche ich nicht, ne? Großer Sklaventod, 6 bis 16. Oh. Das macht ja mehr Schaden, nur halt weniger Mut. Ist das vielleicht sogar besser? Kaufen wir einfach den anderen Müll. Müssen wir ja direkt mal nachschauen. Wenn wir jetzt mit auf Zweihandschaden gehen. Also 4 bis 14 oder 6 bis 16. Dafür aber schlechtere Attacke, schlechtere Parade, bessere Initiative. Wir machen keinen magischen Schaden. Ich glaube, das ist nur so leicht besser, dass es echt fast... Ja, mit dem 2 Mutezellerer. Ich werde das mal lassen. Bis wir eine deutlich bessere Waffe finden. Und es scheint mir der große Sklaventod einfach nicht zu sein. Den können wir also verkaufen. Rüstungen brauchen wir nicht. Okay. Speichern wir mal. Schauen noch mal ins Questlog schnell rein. Nicht, dass wir noch irgendwas anderes vergessen haben. Finstere Druide, die neue Jungfrau, Arena-Kämpfe, Kämpfen der Arena von Mavilla. Auch nach dem Kampf an deinen Horten ist die Arena von Mavilla immer voller Herausforderungen. Gelegenheit erneut als Gladiatoren Ruhm zu ernten. Größte Schatz, finde den Schatz von Sulak. Silger, finde die Schreine. Besucht Baal, ja, da komme ich momentan nicht mehr hin. Okay. Wollen wir nochmal gucken, was in der Arena abgeht? Können wir nochmal machen. Ist halt die Frage, kämpfen wir da jetzt einmal und dann ist das Quest vorbei oder können wir immer wieder kämpfen? Gucken wir mal. Mit wem muss ich reden? In der Arena kämpfen. Wir wollen irgendwas töten. Ich habe mir gedacht, dass ihr wiederkommt. Willkommen! Volk von Mengbilla, empfange mit Jubel die Bezwinger der neuen Horden. Am heutigen Tage beehren sie uns erneut, um sich mit den tödlichen Bestien der nördlichen Wälder zu messen. Oh, so viele? Sie. Ich weiß nicht, darauf habe ich jetzt irgendwie keine richtige Lust. Nee, darauf habe ich keine Lust. Ich gehe dann doch lieber im Hauptquest weiter. Erstmal, weil das ist, ich weiß nicht, das ist ein komisches Quest. Ich weiß auch nicht, ob, wenn ich diesen einen Kampf überstehe, ob dann es weitergeht oder, naja. Und ich gehe mal davon aus, wir können das auch später nochmal machen. Also gehen wir jetzt erstmal im Hauptquest weiter. Darauf habe ich gerade mehr Bock, um zu gucken, was passiert. Wie kann Daragossa euch helfen? Könnt ihr uns zur Morfu-Insel bringen? Auf keinen Fall! Ich riskiere doch nicht mein Schiff und meine Mannschaft! Müsst ihr aber. Menchal war überzeugt, ihr würdet uns diesen Gefallen tun. Menchal? Och, ich hätte mich mit diesem Alchemisten niemals einlassen sollen. Kommt! Sehr schön. Ihr seid nicht willkommen, Sterbliche. Ihr erschreckt meine Herde. Nennt mir euren Erzieher. Erzieher? Ist es der silberhaarige Mensch? Was redet die Echse? Soll ich ihr das Häuten erleichtern? Silberhaariger Mensch? Silberhaariger Mensch? Ein Weibchen, glaube ich. Sie schickt ihr Gelege, um eine Herde zu schlachten. Schwarze und weiße Menschen. Männchen und Weibchen. Ist das eine Frau? Das könnte diese Miramis sein. Miramis. So hieß sie.
Sie verlangt das Gift meiner Morphus. Ich sage ihr, dass sie es nicht haben kann. Also schickt sie schwarze und weiße Menschen und tötet vier meiner Tiere. Mein Gelege ist unzufrieden. Sagt ihr das? Wir kennen die doch gar nicht. Nein. Sie ist in euer Land zurückgekehrt. Wo sind diese anderen Menschen? Sie lagern im Osten in einer Bucht. Unterhalb der viereckigen Burg. Ihr werdet sie auffordern, von meiner Herde abzulassen. Und ermahnt ihre Erzieher. Die Menschen vergraben ihren Unrat nicht. Das ist schlecht. Wir brauchen aber auch die Morphus-Schnecken. Die Morphus gehören dir? Meiner Sippe. Ich züchte und bewahre sie. Diese hässlichen Riesenschnecken? Ich verstehe die Aussage nicht. Ihr Aussehen ist bedeutungslos. Ihr Gift und Schleim interessieren uns. Okay, dann gehen wir mal die Menschen umbringen, um die schon getöteten Schnecken zu bekommen. Ja, wir gehen erstmal zu den Freibeutern und werden jetzt nicht direkt diese Morphus jagen. Die Piraten können uns vielleicht etwas über Miramis erzählen. Warum uns mit diesen Freibeutern anlegen? Lasst uns dieses Drachengezücht erschlagen und sein räudiges Schneckengezücht, sage ich. Dann haben wir unser Gift. Tut, was ihr für richtig haltet. Ich werde hier auf euch warten. Wir werden logischerweise das war die... Das entsetzlichste Erlebnis meines Lebens. Beten wir, dass es einen Tunnel zum Festland gibt. Die Morpho-Insel macht ihrem Namen alle Ehre. Keine Sorge, die Tiere sind friedlich. Auf mich wirken sie eher angriffslustig. Ich will einfach nur zu den Freibeutern. Muss ich dafür hier hin, oder? Was ist denn jetzt mein Ziel? Ich will die gar nicht erschlagen, die Schnecken. Ich versuch mal irgendwie wegzugehen. Also wie gesagt, ich würde lieber die Freibeuter angreifen. Ich will mich mal nicht direkt an die Schnecke ranstellen. Okay, die scheinen nicht wirklich irgendwas zu machen. Aber ich, wie gesagt, ich will die nicht angreifen. Aber ich sehe halt auch nicht, dass ich hier weglaufen könnte oder so. Gehen wir eben wieder zurück, wenn sie mich nicht durchlassen will. Außerdem finde ich die Schnecken gar nicht hässlich. Im Gegenteil, finde ich eigentlich ziemlich interessant. Vom Aussehen her. So, jetzt vielleicht? Was machen die denn? Die sind aber ziemlich schnell. Ich will doch einfach nur gehen. Ich weiß halt nicht, ob ich dafür jetzt einfach nur in die Richtung mit allen da oben stehen muss, oder? Naja, wir probieren es einfach aus. Frage mich auch, warum die eine sich bewegt und die andere nicht. Okay, jetzt bewegt sie sich. Denn die sind friedlich, die greifen mich an! Hä, was soll ich denn hier machen? Gibt's hier kein Ziel oder so? Fuck. Ich greife die jetzt einfach an, ey, scheiß drauf. Dann nehme ich dich in Ruhe lassen. Bleibt mir leider nichts anderes übrig. Ich gehe mal mit meinen Zauberern lieber zurück. Oh, tut mir so leid, die umzubringen, aber ich sehe nicht, dass ich hier weggehen könnte, ohne die umzubringen.
Verschwindet die jetzt? Können wir jetzt vielleicht doch einfach gehen? Ich bin vergiftet. Ich weiß. Also wenn es nach mir geht, gehe ich halt einfach. Ich weiß aber nicht, ob ich mich jetzt mit denen hier einfach platzieren muss und das dann funktioniert oder wie hier der Plan aussieht. Sieht ehrlich gesagt nicht danach aus, als wenn ich hier gehen könnte. Dann würde ja auch irgendwas eingezeichnet sein, von wegen rote oder gelbe Felder oder sowas. Ach, das ist echt ärgerlich. Ich die armen Schnecken umbringen muss. Ich habe bessere getötet als dich. Ja, es ist nur eine verdammte Schnecke, das ist klar. Ich hasse Gift. Ja, reg dich doch nicht auf. Wir haben es doch gleich überstanden. Krilja wartet, der Zwerg greift mit seinem krassen Hammer an. Uha, 7 Schaden. Na komm, die haben halt echt viel Energie, ne? Aber ich meine, mir tut es immer noch leid, dass ich die umbringen muss. Ich musste also die ersten zwei umbringen und wir haben keinen Proviant mehr. Morfu-Herde. Weggabelung. Weggabelung. Piratenbucht. Ich fahr mal nochmal zurück und kauf mir Proviant, oder? Weil das bringt ja so nichts. So, wo muss ich denn da jetzt hin für Proviant? Ah, die hat bestimmt welchen. Ja, ich brauche Proviant. Gib mir doch mal 5. Und dann würde ich mich jetzt in Richtung Piratenbucht aufmachen. Wie zum Kommen. Ist aber schon lustig, dass wir jetzt zwei solche Schnecken schon umgebracht haben, aber wir nichts bekommen haben. Weggabelung. Wie gesagt, ich gehe zur Piratenbucht, das ist mir lieber. Ach, passiert gar nichts, okay. Achso, vielleicht erstmal heilen. Dort in der Bucht. Die Piraten beladen ihr Schiff. Warte, dort auf der Burg sind noch mehr von ihnen. Und sie haben Armbrüste. Vielleicht kümmern wir uns besser erst um die. Brennen wir alles nieder. Good idea. Dann gehen wir erstmal in die Festung. Setze die drei Lampenölfässer neben den Gebäuden in Brand, um den Wachposten der Piraten zu sabotieren. Eins, zwei, drei. Okay, insgesamt sollten die Gegner ziemlich einfach sein, wenn ich mir die so angucke. Mit unserem Zwerg gehen wir zuerst in die Richtung. Ach so, ist Takata, naja, ist egal. Aurelia. Ja, versucht einfach mal unterstützend tätig zu werden, auch wenn die Wahrscheinlichkeit eher gering ist, dass es ankommt. Hat geklappt! Cool. Mit Paxis gehen wir in die Richtung. Ich denke, mit Paxis und dem Zwerg sollten wir die gleiche... Wobei, es wäre besser gewesen mit Takata ist ja jetzt geschützt. Ich denke, wir gehen mit Paxis und dem Zwerg in die gleiche Richtung. Es könnte ein interessanter Kampf werden. Zwar viele Gegner, aber die dürften nicht sonderlich stark sein. Der Zauberer, da Takata ja alleine unterwegs ist, wird mal Takata nochmal unterstützen.
Natürlich nicht. Hat ja auch nur 72% Wahrscheinlichkeit. Ja, gehen wir erstmal auf den los. Schade. Aurelia kann ja jetzt auch angreifen. Kommt sie so weit hinter? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ah, nee. Wenn wir hier hin... Ach nee, dann haben wir das Problem, dass der typisch mich angreift. Also die Zauberer angreift, oder? Nein, ich probiere es trotzdem mal. Aber wir können auf die beiden gehen. Ja, und einer wird umgehauen. Sehr gut. Dann wäre es ja auch sinnvoll, den Typ anzugreifen. 11. Und der Zwerg stirbt. Stirbt. Der Zwerg macht ihn mal tot. So. Einer weniger. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut, wenn diese Runde vorbei ist. Lass mal die Typen mal noch angreifen. Ich treffe den aber ziemlich oft dafür, dass er hier diese... Ihr wisst, was ich meine. Doppelgänger-Dingens hat. Also, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Ich bin gespannt, ob wir den Kampf schaffen. Okay, wir schaffen ihn sowieso. Egal. Tschüss.